Ganze drei Spiele hat Chancy Bin in der laufenden Bundesliga-Saison verloren. Gegen Trinkokeen aus Jülich, gegen Ding Song aus Bad Honnef und eben gegen Timo Boll. Aber richtig chancenlos war er eigentlich nur gegen den Deutschen, gegen ihn hier, gegen Timo Boll. Und was war das für eine Rückhandpeitsche des 17-jährigen aus Gönnern? Timo Boll, ein fast schon perfekter Spieler. Eine große Stärke ist vielleicht, dass er kaum Schwächen hat. Chancy Bin, er wollte natürlich Revanche. Aber, und das wurde auch diesmal sehr, sehr schnell deutlich, Boll war von Helmut Hampel hervorragend eingestellt worden und er hatte wieder nur ziemlich wenig Probleme mit dem Aufschlag seines Gegners. Beispiele hier aus dem ersten Satz. 7:3, eine komfortable Führung schon gleich zu Beginn dieses ersten Satzes. Manchmal wirkte das schon ein bisschen hilflos, schon in dieser Anfangsphase, was Chancy Bin da machte. Auch sein Rückschlag kam oft viel zu hoch. Timo Boll hatte da oft gar nicht so die großen Probleme, die Punkte zu machen. So, jetzt haben wir einen Sprung gemacht. Bolls Vorsprung wurde ganz schnell größer. 18:11 nun die Führung. Für Boll, der ja vor allem im letzten Jahr Schlagzeilen machte, da wurde er Jugend-Europameister, Deutscher Meister und mit seiner Mannschaft Gönnern deutscher Pokalsieger. Und er besiegte ja bei der EM den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger Jan-Ove Waldner aus Schweden. Und das ist nicht utopisch. Boll hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessert, spielt noch variabler, ist noch schwerer auszurechnen. Chancy Bin jedenfalls besaß in diesem ersten Durchgang keine ernsthafte Siegchance. 21:11 für einen Mann der Güteklasse Chance, fast schon peinlich. Die Wurst schmeckte zu diesem Zeitpunkt besonders gut, auch den Fans in Gönnern. Chancy Bin, der Chinese, er spielt ja keine internationalen Turniere mehr, wird deshalb auch nicht mehr in der Weltrangliste geführt. Er versuchte nochmal alles im zweiten Satz. Eine relativ knappe Führung nur für Boll, 11:9. Aufschlag bei Chancy Bin. Ja, manchmal kann Chancy Bin es gar nicht fassen, was ihm Boll da entgegenbringt auf dem Tisch. Und Helmut Hampel freut es natürlich. Der alte Trainer Fuchs hat ihn richtig gut eingestellt gegen diesen erfahrenen Klassemann. Einer der besten Ballwechsel im zweiten Durchgang. Wieder spielt Boll richtig gut gegen den aufschlagenden Chancy Bin. Der kommt kaum dazu, seinen gefürchteten Vorhand-Topspin einzusetzen. Das Spiel bestimmt sein Gegner. Wieder ein Sprung, 11:17. Der Rückstand für Chancy Bin, oder drücken wir es positiv aus, für Boll. 18:11 jetzt, der Vorsprung für den Deutschen. Sein Vertrag in Gönnern läuft noch bis zum Jahr 2000. Erste Abwerbungsversuche von Meister Düsseldorf scheiterten. Und das ist aber völlig verständlich. In Gönnern haben sie ihm wirklich ein perfektes Umfeld bereitet. Die Mannschaft wohnt und trainiert an seinem Heimatort in Höchst im Odenwald. Und mit Hampel hat er einen Trainer, der ihn behutsam heranführt an die immer größer werdenden Anforderungen im Spitzentischtennis. Chancy Bin, er konnte einem fast schon leid tun. Selten hat man diesen Klassenspieler so hilflos in seinen Aktionen gesehen wie hier gegen Timo Boll. Man hatte fast den Eindruck, Chancy Bin war froh, als es vorbei war. 21:11, 21:11, ein großer Sieg für Timo Boll gegen den Topspieler der Bundesliga.